Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Okay. Ich weiß nicht, aber ich habe bisher noch keine coole Anmoderation, habe ich das Gefühl. Irgendwie, mein ganzes Video. Ich habe nur Ola und das einzige eins. Oh, der war schon voll in den Kopf gekommen hier da vorne. Und das war's auch. Okay, so Leute, wir sind ja am Angreifen. Ich habe Fuse. Das heißt, wir sollten überleben und unsere zwei Ladungen mal abfeuern. Ich weiß nicht, wie der überhaupt getroffen wurde. Der eine Typ hat seinen Kopf da reingehauen und wurde einfach direkt... Oh, da unten. Da habe ich gerade Füße gesehen, auf jeden Fall. Und der hat direkt eine abbekommen. Okay, Leute, wollen wir alle dadurch? Ich meine, wollen wir alle zusammen rumlaufen? Ich mache mal hier den Außenseiter und laufen wir anders. Ich mache mal hier den... Ich gehe mal eine Alternativroute. Ich gehe durch den Keller... Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber ich gehe jetzt einfach mal durch den Keller hier. Okay, man kann nicht durch den Keller. Ich dachte, doch kann man, oder? Ich gehe durch den Keller. Geh einfach durch. Ich weiß nicht, ist das bestimmt eine coole Sache. So, bam. Ich habe auch die absolut passende Waffe für sowas hier. Letzter verbleibender Gegner. Oh, letzter verbleibender Gegner. Das ist einfach reinrushen. Geiles Team, Mann. Okay, warte. Da ist er hier. Er ist hier irgendwo. Oh! Ein verbleibender Opfer vom eigenen Trupp. Ey, das muss an dieser Waffe liegen, an dieser Alien-Waffe, die er da hat. Was ist da denn passiert? Drei Kills hat er jetzt gemacht und schon steht's One-on-One. Das war ganz schön. Er hatte aber auch eine verdammt geile Deckung, weil ich habe nur den Kopf gesehen und er hat meinen ganzen Körper gesehen. Also er war hinter der Bar perfekt dagestanden. Oh, das wird jetzt aber schwer. Ey, da haben wir uns richtig überschätzt. Da ist er, ja, siehst du? Eine Granate da rein, wäre perfekt. Aber ich konnte mit Fuse nirgends ran, glaube ich. Also ich wusste jetzt nicht, wie ich da mit Fuse... Ich weiß nicht, was er fort mit seiner kleinen Drohne. Ich glaube, der will... Ja, der steht da, geh einfach hin. Er hat ein gutes Visier an seiner Waffe. Oder auch so eine Alien-Waffe. So eine. Oh, ist das doch kein gutes Visier. Ich dachte, ein bisschen mehr Zoom. Thermite wäre jetzt richtig geil. Da reißt man einfach die Wandseite von ihm ein. Oh, er geht denselben Weg wie ich. Schau mal, habe ich für dich gemacht, die kleine Tür hier. Er sollte vielleicht nicht rennen, weil dann hört natürlich. Oh, lol, es ist Puls. Das könnte nochmal interessant werden. Und er hat eine Minute. Er hat alle Zeit der Welt. Aha. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber der hat irgendwie einen Plan. Da ist es, ne? Oh. Yo, er hat ihn getroffen! Er hat ihn getroffen. Und zwar ordentlich. Gibt's da keinen anderen Weg rein? So eine gute Position einfach, die der da hat, hinter dieser Bar. Ja, okay. Aber er hat's versucht. Hätte ich auch gemacht. Einfach rein. Und schau mal, ist er ein Hacker? Nein, oder? Das sieht jetzt irgendwie, also. Ich weiß nicht, wie die da jetzt direkt erkennen können, dass er gehackt hat. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber okay. Lass uns mal so im Raum stehen. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Ich nehme jetzt mal. Komm, wir gehen mal mit Tachanka. Habe ich schon lange nicht mehr genommen. Tachanka. Mit welcher Waffe? War da eine mit so richtig schön. Das ist eine Schrotflinte, die will ich eigentlich nicht. Ich gehe mit der. Bleiben bei der Pistole. Auf jeden Fall mobiler Schild. Ready. Jäger, Bandit, Dog, Rook, Chanka. Chanka. Ey Leute, ihr müsst euch übrigens die letzte Folge anschauen, falls ihr nicht gesehen habt. Holy shit. Also das war nicht mehr normal, was ich da gemacht habe. Also das war, ich sag nur MVP. Das ist kein Witz. Schau ich einfach die letzte Folge an. Das war fucking awesome. Let's go! Wir müssen den Biogefahr. Die da unten labern noch und meckern rum wie kleine Kinder. Wir konzentrieren uns jetzt hier einfach und schauen nur, wo am besten. Wo die beste Position ist. Also. Okay, sollen wir das hier mal dicht machen? Ich muss mal überlegen. Wo ist Tachanka? Braucht einen richtig guten Spot. Hier ist eigentlich gar nicht so dumm.
Hier ist eigentlich gar nicht so dumm. Hier habe ich die Tür und das Fenster und den Raum hier. Ist das schlau? Ich weiß es nicht. Oh, da ist schon mal eine kleine Drohne rumgefahren. Es bleiben 5 Sekunden. Ich stehe natürlich voll im Raum drin. Das ist natürlich ein bisschen doof. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Warum macht das hier? Alter, dieses Dreckschild kannst du einfach nirgends hin. Okay, mach's einfach dahin. Keine Ahnung. Bis dahin. Schnell. Mach die Barrikade dahin. Yo, das kostet alles zu viel Zeit. Und jetzt schnell an das Teil. Nein. Ja. Okay. Weil dieses Schild ist Bullshit, ey. Schild ist Bullshit. Lass einfach das Schild weg. Mach hier ein kleines Loch rein. Oh, ist vielleicht da. Feinde in Sichtweite. Oh. Bin nervös. Das, also hier ist auf jeden Fall jemand. Aber ich weiß nicht, wo sein Kopf jetzt kommen wird. Unten, oben. Ist das ein Kopf? Alter, das ist eine Assi-Situation. Das große Fenster vor mir. Oh Gott, nein, bitte. Chill. Ich werde auf jeden Fall sprayen, weil damit was zu treffen. Wichser. Da war einer, der ist einmal durchgelaufen. Genau in dem Moment, als ich mich gedreht habe. Der war links. Beeil dich. Okay. Warum schießt du denn nicht? Ich kann nicht schießen. Der hat irgendwie nicht richtig nachgeladen. Irgendein Nachladefehler? Okay, jetzt wieder. The fuck? Er wird auf gar keinen Fall einen ersten Schuss setzen. Jo, soll ich 2 Minuten in dieser Position noch verharren? Das gefällt mir nicht. Lass das hier einfach stehen. Da ist ja noch ein Fenster. Was ist das für ein Bullshit? 3 gegen 2. Die werden alle dezimiert. Was? Du unter... Oh, das ist ja richtig gemein. Schau mal, an der Treppe hatte eine perfekte Sicht. Sonst kannst du ja gar nicht drunter schauen. War ja übelst assi, aber eine geile Position für die Angreifer. Das muss ich auf jeden Fall merken. Die Treppe und dann da unten durch. Wäre ich mal lieber im Geschützgebiet. Ist der da unten an der Treppe, ne? Oh, er will ihn außen rum holen. Schauen wir mal. Nein. Der rennt hier irgendwo rum. Direkt hier in der Nähe. The fuck? Alter, ich hab... Feuerschutz, ich lade nach! Unmittelbar in der Nähe Schritte gehört, also... Hört ihr das? Von links, oder nicht? Diese Musik gerade. Hier killen sich Menschen. Was geht bei ihm? Ah, schau mal da, schau mal da! Da ist er. Der ist da an der Tür. Kill ihn. Yo, du musst es machen. Der weiß noch nicht mal, dass du da bist. Du musst ihn killen. Geh doch außen rum. Geh einfach unten rum. Das wäre eigentlich jetzt richtig schlau. Einfach unten rum die Treppe von unten angreifen. Er hatte gerade so eine fette Chance, ihn zu killen. Also, das darf jetzt nicht verkacken. Der Free Light Chicken. Yo, Junge. Ey, das wäre fast richtig peinlich geworden. Ey, danke, UFG... Was ist dein Name? UFG irgendwas. Das war auf keinen Fall dein Job, aber naja. Aber es steht 1-1. Es steht 1-1. Ich hätte gern ihn mit seiner Armbrust. Ich habe noch nie die Armbrust in diesem Spiel gesehen. So, ich will nochmal mit Fuse. Ich habe in den letzten Runden, also jetzt in der und in der letzten Folge, habe ich Fuse genommen. Und kein einziges Mal konnte ich seine Fuse-Dinger einsetzen. Den will ich jetzt euch vereinsetzen. Wir haben Firma am Start, wir haben Twitch, IQ, Blitz, Fuse. Und wie heißt der Name nochmal? UFG. TVQL und der Free Light Chicken, auf den können wir uns vielleicht nicht unbedingt verlassen, auf mich bitte auch nicht, aber auf Free Light Chicken vielleicht auch nicht unbedingt. Okay, 1-1. Was haben wir so für Waffen?
Ey, die sind sich hier die ganze Zeit am Anzicken. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber die ganze Zeit, das ist ja schlimm. Oh, da haben sie vielleicht gegenseitig gekillt. Sehr gut. Ja, okay, das, wenn sie die mögen sie ja richtig gerne. Das ist ein richtig stimmiges Team. Geh mal hoch. Ich geh hoch. Ist noch keiner oben. Gut gemacht. Ziel gefunden. Ah, okay. Ist doch hier in der Etage. 4 Punkte. 4 Punkte, weil ich mir irgendwann Soldaten kaufen. Gib mir Punkte. Oh. Nein. Okay. Ich brauche die Punkte. Ich will endlich mal 9 Soldaten kaufen. Ich habe ich noch nie gemacht, seit ich spiele das Spiel seit Release. Sehr selten. Aber ich spiele seit Release. Und noch nie konnte ich irgendwas Neues kaufen, weil die so teuer sind. Also von den Standard-Typen schon, von den DLC-Soldaten. Freunde, seid ihr alle... Let's go. Da hinten wurde schon einer gespottet, sehr gut. Hier laufen wir nicht in die Schussbahn, wie knapp das war. Er hatte sein Bein wäre fast abgelesen. Oh, der ballert jemand. Jo, schieß doch! Genug Money. Alter, was passiert hier? Lad nach, schnell. Und vor. Schildtyp, geh vor, du hast ein Schild. Ich höre hier irgendwie einen rumlaufen. Platziere Streusprengsatz. No! Okay, ich habe ihn noch mitgenommen. Ich habe ihn mitgenommen. Ey, könnt ihr mir helfen? Ich habe ihn noch erwischt. Bitte. Warte, ich muss mich in Sicherheit bringen. Oh, warum ist eigentlich der Sprengsatz verschwunden, ne? Als ich meine Fuse-Dinger... Yo, Chicken! Hilf mir! Renn hierher, schnell! Sonst bist du alleine. Und alleine... Schnell, ey. Wir haben nur noch einen Gegner. 2 gegen 1 ist easy. Stirb nicht. Junge, schnell. Danke, Mann. Du bist geil. Du bist richtig geil. Freelight Chicken, ich verzeih dir alle deine Fehler aus der letzten Runde. Warum ist mein Sprengsatz verschwunden? Okay. Mach ihn nochmal. Sprengsatz bereit. Jetzt schnell hier hin. Und dann... Ich seh nix. Ich seh nix. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald Sicherung des Behälters einstellen. Jetzt gehe ich hinter die Bar. Wie geil ist das denn? Wo ist der? Ich trau mich nicht, Leute. Ich trau mich nicht. Okay, ich komme jetzt von der anderen Seite. Das ist so ein Teil. Shit. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Alter, hab ich mich erschrocken. Im Busch war der. Boah, das ist ja mal assi. Das. Er hat ihn. Oh, Freelight Chicken. Ich verzeih dir alles. Ich wollte gerade sagen, er ist in diesem Busch. Freelight Chicken. Das war eine geile Revanche für die letzte Runde. Das war richtig geil. Richtig, richtig. Und die vorletzte Runde, ich weiß nicht mehr. Richtig nice. Ey, direkt auf die Birne. Wie gut war das bitte? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn wir die Runde wieder gewinnen, Leute. 2 Siege in Folge. Und wir haben auch noch Matchball. Okay. Okay. Nehmen wir Puls, go for it. Valkyrie, Jäger,
Bandit oder Bandit. Rook, Puls. Let's do the shit. Okay. Yo, das müssen wir gewinnen, Leute. Wir müssen einfach. Im Chalet, Team Deathmatch, Bereich sichern. Ich hätte es eigentlich gerade auch machen müssen, aber ich habe den einfach nicht gesehen in diesem Busch. Ich glaube, ich hatte ihn im Blickfeld, aber ich habe ihn einfach nicht gesehen. Also, weil ich meine, ich habe ja reingeschaut so ein bisschen und da war da dieser Stacheldraht, der richtig assi platziert war. Das war übrigens zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, dass ein Stacheldraht wirklich was gebracht hat. Weil ich konnte da einfach nicht wirklich zielen. Ich bin nicht wirklich nach vorne gekommen. Konnte nicht rennen, gar nichts. Sehr, sehr böse. Ah, hier ist irgendwo so eine Decke, glaube ich. Irgendwo. Ich kann mal schauen, ob ich die abdecken kann, schnell. Die ist auf jeden Fall... Ich kann mal was machen. Ich kann mal was machen, was eigentlich nur Profis machen. Was die vor allem machen, bevor die Runde angefangen hat. Aber schnell, rennen. Der Gegner hat Biogefahr. Okay, fuck it. Wo ist die Öffnung? Ich weiß es nicht. Lade nach. Da ist eine Öffnung. Mach das einfach zu schnell. Es gibt bestimmt noch eine andere, aber ich mach jetzt erstmal das. Gib Gas. Gerenk wurde platziert. 10 Sekunden. Die ist, glaube ich, nicht so unwichtig, dass ich die jetzt gesperrt habe. Schnell. Es bleiben das noch. 5 Sekunden. Und dann Barrikaden, weil Puls funktioniert am besten mit Barrikaden. Er sieht der Gegner hinter den Barrikaden und kann dann schön durchballern. Schnell zu machen. Okay. Jo, gib mir noch eine Panzerung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, Team. Wir machen das einfach, Team, oder? Und dann werden wir, keine Ahnung, wir werden irgendwo... Hier werden wir noch so ein bisschen Stacheldraht verlegt. Und hier noch ein bisschen was, damit wir nicht hochkommen. Okay. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Warum ist das hier eingerissen worden? Herzschlagsensor eingesetzt! Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Aua! Oh, diese Drecksdrohne hier irgendwo. Diese kleine Kackdrohne. Habt ihr es gesehen, wie die mich angeballert hat? Und die Rüstung praktisch wieder weggenommen hat? Leute, habt ihr das unter Kontrolle hier? Was hab ich eigentlich für eine Pistole? Eine Pilo-Pistole. Ich will auf jeden Fall auf die Treppe aufpassen. Oh, Motherfucker. Kommt einer runter. Puls ist so geil. Puls ist so geil. Hab dich. Ich suche nach Feinden. Noch jemand? Da vorne sind ganz viele. Vielleicht ist da noch jemand. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Aha. Da war irgendwas. Aber da über uns. Den da hinten, der da oben. Oh nice, lasst euch doch nicht wegkillen, Leute. Was ist hier los? Sensor aktiviert. Mach die Barrikade hin. Mach die Barrikade auf jeden Fall hier hin. Schnell. Herzschlagsensor aktiviert. Schildtyp. Schildtyp von beiden Seiten. Na! What the fuck? Wieder ein Headshot. Lass mich raten. Wieder ein Headshot. Komm, zeig mir Wiederholung. Der hat fast meinen eigenen Typen gekillt übrigens gerade, weil der stand hinter dem Schildtyp. Ne? The fuck? Ey, ich hoffe, der eine hat wenigstens den Schildtypen gekillt. Der hier. Oh nein. Eigener Trupp eliminiert. No. Ah, das war. Also, das mit dem Schild war bitterböse einfach. Das war richtig böse. Wie assi der da. Boah, fuck. Das hat mir. Also das. Ich hab echt. Ich weiß nicht, ob ich meinem eigenen Typen Schaden gemacht habe. Ich habe ihn auf jeden Fall in seine Richtung geschossen. Ihr habt es ja gesehen. Der Schildtyp ist auf mich zugelaufen. Gibt mir einfach eine Kugel in den Kopf. Also, ich meine, wenn er das macht, ist sein Schild da nicht. Ist er nicht so ein bisschen offen? Oder hat dem sein Schild so einen Bereich, wo er ballern kann und das Schild gleichzeitig vorne halten kann? Keine Ahnung. Das war assi. Das auf jeden Fall sehr, sehr assi. Okay. Caveira. Smoke, Bandit, Mute, Pulse. Komm schon, wenn wir nochmal so einen Kill mit Pulse hinkriegen. Und dann muss er. Also zwei Kills sind halt immer richtig geil. Ein Kill ist schon okay, aber zwei Kills sind richtig gut. Er hat den Schildtypen gemacht. Ich glaube, er hat den gemacht. Den muss er ja. Er stand hier hinter ihm. Aber. Kann ich hier was? Nee, kann ich nicht schützen. So, ich werde das hier platzieren. Auf jeden Fall. Und dann werde ich überlegen. Ich werde einfach hier irgendwas dicht machen. Ich werde das einfach dicht machen. Sollten in den Raum kommen. Damit die hinter dem Raum noch geschützt sind. Bam. Und dann würde ich doch mal sagen, bleibe ich irgendwie hier in dem Raum und bleib bei den Fenstern. Ich bleib einfach immer bei den Fenstern, lauf rum, scan die alle ab und
sobald jemand Puls hat, sobald er ein Mensch ist, wird er erkannt und dann werde ich geholt. Alles abdichten, oder soll ich das offen lassen? Ich mach alles dicht. Mach hier noch das. Okay. Und scannen. Herzschlagsensor aktiviert. Alle Fenster scannen. Wo sind die Fenster? Okay, da ist eine Barrikade. Vier Fenster haben wir. Haben wir nur. Okay, das. Aha. Hier werde ich jetzt bleiben, Leute. Ich muss. 4 gegen 4. Das gefällt mir. Ich setze den Sensor ein. Alles passiert hier unten. Oh, er hat das Spiel verlassen. Sehr schön. Es ist so anstrengend, die ganze Zeit diese linke Maus, die mittlere Maustaste zu klicken. Da ist er. Der hier hoch. Ein Schildtyp schon wieder. Pass auf. Kann ich den retten? Ist er tot? Er ist, glaube ich, tot. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Das läuft doch bisher. Es läuft richtig gut bisher. Okay, hier ist alles schön dicht. Sehr gut. Wie sieht es hier aus? Ich suche nach Feinden. Okay, wunderbar, wunderbar. Da hätte ich ein bisschen geduldiger übrigens sein können bei dem Schildtypen. Weil der ist übrigens bei mir Schildtyp und nicht, ja, was ist mit, ja, was ist? Das da? Okay, got it. Ich bin das hier schon am Scannen, keine Sorge. Sensor eingesetzt. Aber hier ist alles safe. Ich höre aber auch jemanden da oben rumlaufen. Ich höre auf jeden Fall Schritte über mir. Schieß! Ah, oh, das war, was, wie, was, warum? Warum? Ich habe davor geschossen. Hab den kein einziges Mal getroffen. Schon wieder diese Assi-Stelle von. Oh, ich treffe nichts. Die Gegner haben den nein, warum? Das hatten wir. Wir hatten. Es stand, glaube ich, kurz, dass wir. Wir hatten nur 4 Leute, die noch 3 oder so. Fuck. Alter, das hätten wir. Herzzerreißende Niederlage. Das ist eine echt herzzerreißende Niederlage. Mann. Die hatten sogar, einer ist dann sogar raus, aber ich glaube, er wäre sowieso gestorben. Oh, das da war ich schon wieder nicht geduldig genug, aber die Stelle ist auch gemein, weil du kannst ja eigentlich gar nicht unter diesen Schlitz durch, oder war ich sogar letzter? Oh, das ist böse. Du kannst ja eigentlich gar nicht durch den Schlitz durchschauen, also da, wo die Tür ist, Barrikade drüber, ist ja unten so ein Schlitz. Da kannst du eigentlich gar nicht durchschauen, auch wenn du dich auf dem Boden liegst, kannst du auch nicht wirklich durchschauen. Aber da die Treppe war, hat die wunderbar, ne, durchgeballert. Nicht schlecht, aber das, da wäre mit Puls auf jeden Fall mehr gegangen. Leute, haut rein, bis dahin und ciao.